Hallo, mein Name ist Angelina Schulze und in diesem Video möchte ich dir die Lennemore-Karte Nummer 18 erklären. Der Hund. Je nach Kartenbild siehst du entweder einen Hund vor einer Hundehütte oder aber entsprechend einfach nur das Motiv von einem Hund. In meinem Kartendeck, gerade dem für die Beginner, was du ganz links im Bild liegst, habe ich mit Absicht einen blinden Hund gewählt, da der Hund die Bedeutung der Hilfe und Unterstützung hat und auch für das Vertrauen steht. Daher fand ich den blinden Hund sehr passend, denn wenn ich diesen blinden Hund sehe, kommt mir gleich der Gedanke, dass der mir ja hilft, mich unterstützt. Und ein Blinder muss einem blinden Hund blind vertrauen, denn er ersetzt ihm ja die Augen. Daher kann ich gut aus dieser Karte, aus diesem Motiv ableiten, dass es um das Vertrauen geht. Manchmal wirklich das blinde Vertrauen. Dass ich jemanden eben wirklich blind vertrauen kann. Er steht aber auch für die Freundschaft. Denn man kennt ja den Spruch, der beste Freund des Menschen ist der Hund. Daher ist es eine Karte, die generell für die Freundschaft steht. Bei mir für den gesamten Freundeskreis und neben einer Skat-Dame oder einem Skat-König ist es auch mal ein bestimmter Freund oder eine bestimmte Freundin. Ansonsten betrachte ich durch den Hund allgemein das Thema Freundschaft und Freundeskreis. Und ansonsten geht es halt immer um die Hilfe und Unterstützung, die man je nachdem, wie die Karte liegt, entweder selbst jemandem gibt oder auch bekommt. Der Hund ist dem Menschen auch treu ergeben. Das heißt, diese Karte symbolisiert auch die Treue. Die Hauptaussagen der Karte sind also Hilfe, Unterstützung, Vertrauen, Freundschaft und Treue. Wenn einmal Fragen nach Haustieren sind, dann ist der Hund natürlich auch wirklich der Hund, wie man zum Beispiel beim Fuchs auf die Katze schließen kann, kann man hier beim Hund generell auch bei dem Hund bleiben. Der Hund an sich bewacht ja das Haus und die Familie. Er ist also auch so eine Art Beschützer, der eben wiederum aufpasst und hilft. Und er begleitet mich für eine sehr lange Zeit. Denn man geht in der Regel davon aus, dass ein Hund mehrere Jahre lang lebt und der Familie zur Seite steht. Als Zeitaussage ist es daher auch das Langfristige, das Dauerhafte, für viele Jahre. Im Gesundheitlichen geht es auch darum, dass man Hilfe bekommt bei einer Krankheit, den Beistand, aber auch, dass man Vertrauen haben soll. Gegebenenfalls auch die gut gemeinte Sorge einer anderen Person um das Wohlergehen. Vom Körperaspekt denke ich beim Hund durch das Bellen und dass es ja auch typisch ist, dass der Hund die Zunge rausstreckt und hechelt, dass es um die Zunge geht, den Mund, aber auch die Stimme und die Stimmbänder und den Kehlkopf. Eben alles das, was der Hund beim Bellen einsetzt oder mit der hechelnden Zunge mir sozusagen zeigt. Er schlägt mich ja auch ab mit der Zunge. Einfach immer an die Zunge des Hundes denken und an das Bellen und schon kommt dir der Gedanke vom Körperaspekt, dass es etwas mit der Zunge, dem Mund oder auch der Stimme zu tun haben muss. Die weiteren Deutungsaussagen zur Karte vom Hund, wie das Spirituelle, in der Entwicklung, im Talent, Charaktereigenschaften, sogar das Alter, die Figur, die Größe, die Haarfarbe, das Sternzeichen, wo man eine Person kennenlernen kann, ein Ort und eine Umgebungsbeschreibung, all diese Deutungen findest du noch zusätzlich in meinem Buch Kartenlegen ausführlich erklärt, Band 5 zu den Lennemore-Karten. Erhältlich auf meiner Webseite im Onlineshop. Bis zum nächsten Video, wo es dann weitergeht mit der Karte 19.